Führende arabische Zeitungen wie die Al-Yawm, Al-Akhbar, Al-Qabas, Al-Nasr, Sautul Ahrar, Al-Urdun, Al-Shura, Al-Nahzah und weitere veröffentlichten diese Schriften. Trotz dieser Anstrengungen vereinten sich die Muslime nicht und entschieden sich weiterhin die Opfer zu bleiben. Kommen wir nun zum Verhalten der Ahmadiyya-Muslime und die der Gegner dieser Gemeinde während dem ganzen Nahostkonflikt und Kriegen im Nahen Osten. Wir haben gesehen, wie unsere Beschuldiger und Gegner selbst im Ausland sitzen und ihre eigenen Kinder in reichen Privatschulen schicken, jedoch unsere unschuldige Geschwister und Kinder in Palästina auffordern, auf unislamischen Wege sich und andere Zivilisten in den Tod zu reißen. Sie haben Synagogen vernichtet, die der Koran gebietet zu schützen. Für Machtgier haben sie sich selbst gegenseitig bekämpft und ihre Führer haben ihr Geld an denen investiert, die sie selbst auch als Kriegsverbrecher ansehen. Während der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor all diesem gewarnt hat und uns gelehrt hat, folgende Richtlinien in diesem Zeitalter zu beachten. Abu Sa'id radiallahu anhu berichtet, Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, der beste Dschihad kommt von demjenigen, der ein Wort der Wahrheit vor einem tyrannischen Herrscher spricht. Sahih Hadith aus Tirmidhi, Sunan Abi Daud und Ibn Majah. Abdullah bin Amr berichtete, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es wird einen Bürgerkrieg geben, der die Araber auslöscht, und die Erschlagenen werden in die Hölle wandern. Während seiner Dauer wird Zunge schärfer sein als Schläge mit dem Schwert. Tirmidhi und Sunan ibn Majah. Abu Musa berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, vor der letzten Stunde wird es Unruhen geben wie ein Stücke einer dunklen Nacht, in der ein Mensch ein Glaubender morgen und ein Ungläubiger am Abend sein wird, oder ein Glaubender am Abend und ein Ungläubiger morgen. Wer immer während ihrer Dauer sitzen bleibt, wird besser als derjenige sein, der aufsteht. Und der, der geht, wird besser sein als der, der rennt. So zerbrecht eure Bögen während ihrer Dauer, zerschneidet die Bogensehnen während ihrer Dauer und schlagt eure Schwerter an Steine. Wenn dann Leute zu einem von euch kommen, lasst ihm besser sein als Adams Söhne. Abu Daud. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass wir unsere Zungen benutzen sollen, weil diese schärfer sind und die Waffen zerstören. Nicht unnötig auf Straßen rennen und an unnützigen Handlungen teilnehmen. Und wenn dann jemand zu uns komme, sei es auch der Feind, so sollen wir mit ihm nicht umgehen, wie Adams Söhne mit sich umgegangen sind, die sich gegenseitig getötet haben, sondern Worte der Wahrheit sprechen. Den Mut haben, die Wahrheit zu sprechen. Gemäß anderem Ahadith soll der Mahdi, wenn er kommt, den Krieg und Kriegsgut für abgeschafft erklären. Die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde hat sich nicht von der Ungerechtigkeit der anderen sich selbst zur Ungerechtigkeit verleiten lassen, so wie der heilige Koran es gebietet. Weder wenn muslimische Geschwister ihnen Unrecht antaten, noch wenn es Nicht-Muslime, zum Beispiel der Staat Israel, antat. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte seine Umma in der Endzeit ansprechend, wenn ihr meine Umma seht, wie sie vor einem Tyrannen Angst haben, so sehr, dass sie sich nicht trauen, ihm die Wahrheit zu sagen oder vor ihm die Wahrheit zu sprechen, dann gibt es für sie keine Hoffnung mehr. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, der beste Dschihad ist ein wahres Wort in einem Tyrannen, und dass man denjenigen, der Unrecht ausübt, darauf aufmerksam machen soll, selbst wenn es deine eigenen Geschwister sind. Die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde hat seit jeher die unislamischen Anschläge verurteilt, gemäß den Lehren des Islams. Auf der anderen Seite hat sie die Welt und die Politiker dieser Welt
auf die Ungerechtigkeiten aufmerksam gemacht. Sie veranstaltete zahlreiche Friedenskonferenzen. The desire for material progress, world fame and dignity has blinded the world. Even today, we see in the Middle East, particularly in Israel, Palestine, Syria and Lebanon. Und hat zum Beispiel in den letzten Kriegsangriff Israels die Ausführer als grausam bezeichnet und geäußert, dass die Welt ihre Augen verschließt, wenn diese Ungerechtigkeit ausüben. Die Hilfsorganisation Humanity First der Ahmadiyya Muslimgemeinde ist im ganzen Gazastreifen tätig. Und schicken Hilfsgüter und Brot statt Waffen an unseren Geschwister in Palästina. Im arabischen Raum wurden mehrere Fernsehkanäle von Nichtmuslimen betrieben, in denen sie den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam beschimpften und schamlose Vorwürfe gegen ihn erhoben. Kein Muslim konnte und wollte eine Stimme dagegen erheben. Die Ahmadiyya Muslimgemeinde etablierte einen dritten Fernsehkanal komplett auf Arabisch, neben den zwei, den sie hatte, und widerlegt seit Jahren jede Anschuldigung und debattiert live mit den nichtmuslimischen Gelehrten auf freundlich-islamische Art und Weise, wonach diese keine Argumente mehr hatten und ihre Anschuldigungen fallen ließen. Nun zu dem Propagandaclip, welches unsere Gegner uns vorgeworfen haben. Sie zeigten zuerst die Bilder der letzten Kriegsoffensive und wie die Muslime starben. Anschließend zeigten sie, wie der Premierminister zu Gast bei dem lokalen Ahmadiyya Muslimgemeinde ist. Erstens, dieses Treffen ist nicht nach der Kriegsoffensive zustande gekommen, wie es die Gegner versuchen zu präsentieren, sondern mehrere Jahre davor. Bevor wir uns nun angucken, was in diesem Treffen geschah, stellen wir uns zuerst die Frage, warum gibt es Ahmadi-Muslime in Israel? Die gibt es dort aus demselben Grund, aus dem Grund, dass es auch hunderttausende Nicht-Ahmadi-Muslime in Israel gibt. Die Ahmadiyya-Muslimgemeinde ist in mehr als 190 Ländern der Welt etabliert und war schon vor ca. 100 Jahren an dem Ort vorhanden, wo heute Israel entstanden ist. Die lokale Ahmadiyya Muslimgemeinde lud den Premierminister nicht aus den Gründen zu sich ein, aus denen Nicht-Ahmadiyya Muslime ihn einladen oder sich mit ihm treffen, sondern um ihnen die Botschaft des Islam zu überbringen. Gemäß den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ist der beste Dschihad ein wahres Wort für einen Tyrannen. Somit zeigte die Ahmadiyya Muslim-Jamaat ihn in einer Präsentation, dass der Islam kein Terror lehrt, sondern das Gegenteil, dass die Ahmadiyya Muslimgemeinde gemäß den Lehren des Islams weltweiten Menschen hilft, Schulen und Krankenhäuser errichtet namens andere religiöse Einrichtungen schützt und sie respektiert. Dies ist der Islam, den die Medien nicht zeigen. Anschließend wurde If any church or other place of worship stands in need of protection. Anschließend wurde folgendes aus dem Koran verlesen. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Gut und Böse sind nicht gleich. Wehre das Böse mit dem ab, was das Beste ist. Und siehe, wenn Feindschaft zwischen dir und einem anderen war, so wird der wie ein verbrannter Freund werden.
Das Rezitieren dieser Verse zeigt deutlich, erstens, dass die Ahmadiyya-Muslime den Premierminister zu Allah rufen, also zum Islam einladen, und sagen, dass die Feindschaft zwischen ihnen, also der Nahostkonflikt, gelöscht werden kann durch die gläubigen Muslime, die gemäß dem Koran das Böse mit dem Besten abwehren. Subhanallah. Kommen wir zu Punkt 4. Die Muslime, die uns vorwerfen, dass wir angeblich die Agenten Israels seien,